Wenn die Dieselmotoren morgens um 6:30 durch das Tal von Schirnack dröhnen, ist es Zeit für die Frühschicht. Für die Kohlekumpel geht es dann durch eine enge Röhre abwärts in den Stollen, 150 Meter nach unten. Dass sie ohne Helm und mit brennender Zigarette einfahren, kümmert hier niemanden. Nach ein paar Minuten schon zieht das Gewinde den ersten Kübel Kohle heraus. Einen Spottpreis zahlen ihnen die Zwischenhändler pro Tonne, aber die Arbeiter zahlen alles. Sie verbindet, dass sie in ihren illegalen Gruben einen lebensgefährlichen Job machen. Irgendwo hat Arbeiter Burhan Javlak doch noch einen Helm gefunden, weil das Fernsehen da ist. Es ist trotzdem ein Himmelfahrtskommando, doch Angst dürfen sie sich nicht erlauben. Unsere einzige Angst ist, dass man uns Lohn und Brot nimmt. Es gibt für uns in dieser Gegend keine andere Arbeit. Die Gruben sind allesamt Eigenbau. Nach dem verheerenden Minenunglück von Soma hat die türkische Regierung vor Monaten stärkere Sicherheitskontrollen angekündigt. Doch hier an der irakischen Grenze ist davon nicht viel zu sehen. Die Kumpel arbeiten zu Bedingungen wie um die Jahrhundertwende. Mit Schaufel und Spitzhacke im Schein einer Lampe. Keine Deckenstützen, keine Notausgänge, keine Gasmelder, kein Notruf. Ja, wir gehen ein Risiko ein, aber manche von uns müssen 5, 6 Kinder versorgen. Was bleibt uns denn übrig? Mindestens 8 Stunden täglich verbringen die Kumpel unter Tage. Stundenlohn umgerechnet 2 Euro. Und versichert sind sie natürlich auch nicht. Türkische Menschenrechtler beklagen, dass auch Kinder unter 16 Jahren in den Gruben arbeiten müssten. Wir haben an diesem Tag keine gesehen. Die Landschaft um die Gruben herum. Kohlehalden, soweit das Auge reicht. Der Tagebau hat riesige Krater in die Natur gefressen. Dabei wird auch in der Türkei immer weniger Kohle gebraucht. In den Städten wird längst mit Erdgas geheizt. Die Kohlepreise sind im freien Fall. Die Javlaks sind Kurden, wie fast alle in dieser Gegend. Der jahrzehntelange Bürgerkrieg zwischen der Armee und der kurdischen PKK ist vorbei. Doch noch immer ist der Südosten das Armenhaus der Türkei. Nach Krieg, Flucht und Unterdrückung wollen Familien wie die Javlaks der Armut entkommen. Doch der Staat droht, die Gruben zu schließen. Nicht die mangelnde Sicherheit störe die Behörden, sagen die Javlaks, sondern dass Familien und Kumpel die kleinen Gruben in Selbstverwaltung betreiben wollen. Die Familien fühlen sich hier immer noch systematisch benachteiligt. Ich wäre auch lieber Arzt geworden, aber studieren war für ein Kind aus dieser Gegend ausgeschlossen. Wenn die Gruben geschlossen werden, dann bleibt mir nur, mit meiner Familie in die Westtürkei zu ziehen und dort Arbeit zu suchen, wie es so viele vor mir schon versucht haben. Die Bergwerksstadt Schirnak. Unter den 70.000 Einwohnern gibt es mindestens einen Bergarbeiter pro Familie. Entweder wir sterben vor Hunger oder in der Grube, heißt es hier. Im laufenden Präsidentschaftswahlkampf spielt die Sicherheit der Bergwerke keine Rolle mehr. Ministerpräsident Erdogan hatte zwar nach dem Unglück von Soma versprochen, den Bergarbeiterfamilien zu helfen, passiert ist bislang wenig. Nur Schirnaks Bürgermeister von einer kurdennahen Partei kämpft für die Kohlekumpel. Er fordert, Leben und Arbeitsplätze zu retten. Die jetzigen Verhältnisse in den Gruben erfüllen natürlich nicht die notwendigen Sicherheitsanforderungen. Das hat schon über 100 Menschenleben gekostet. Darum unterstütze ich die Forderung der Arbeiter, dass sie das Recht bekommen sollen, sich zu Kooperativen zusammenzuschließen. Erst wenn sie legalisiert sind, können sie in die Arbeitsplatzsicherheit investieren. Die Arbeiter müssten dann auch sozial versichert werden. Biz halkımızla birlikte çok geniş katılımlı bir kooperatif oluşturup bu kooperatifle bu ocakları işleteceğiz. Doch für viele Familien in Schirnak käme das zu spät. Etwa für die Baysals.
Ali Baysal starb gemeinsam mit seinem Bruder und einem anderen Kumpel Ende Mai unter Tage an einer Gasvergiftung. Die Witwe Belkis Baysal mit ihren 6 Kindern. Die Familie hat erlebt, wie sehr sie hier allein gelassen werden. Ich habe gesehen, wie meine Brüder leblos übereinander lagen. Es gab keine Rettungskräfte, die sie da unten rausholen konnten. Ich habe andere Kumpel zusammengetrommelt. Mein Bruder lebte ja noch. Er hätte gerettet werden können. Um 12:30 haben wir einen Rettungswagen gerufen. Stellen Sie sich vor, der kam erst 5 Stunden später. Die Rettungskräfte hatten 2 Gasmasken, aber beide waren kaputt. Dann kam jede Hilfe für meinen Mann zu spät. Draußen bei den Minen heißt es am nächsten Morgen wieder Ellenbogen anlegen und hoffen, dass alles gut geht. Der Staat schaut weg. Bis zum nächsten Unglück.